Guten Tag, verehrte Damen und Herren. Haben Sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn? Wenn ja, dann hoffe ich, dass Sie gleichzeitig ein schlechtes Gedächtnis haben, denn sonst wird es echt schwer, glücklich zu werden. Das gilt heute ebenso wie vor 450 Jahren, also um 1550, zu der Zeit, in der Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist spielt. Mit dabei sind der Titelheld, Michi Kohlhaas, um die 30, Familienvater und Pferdehändler aus Kohlhaasenbrück in Brandenburg. Was lachst du? Ich lass mich nicht verarschen. So ist er. Seine liebende Frau Lisbeth, pragmatisch, mit der er mehrere Kinder hat. Dann gibt es Junker Wenzel von Tronka aus Sachsen, der so eine Art private Maut eingeführt hat, um sein Schloss zu unterhalten. Der Schlossvogt, der für ihn die Drecksarbeit macht. Herse ist Kohlhaas gewissenhafter Großknecht, dessen Landesvater der Kurfürst von Brandenburg ist, der einigermaßen cool ist, während sein Kollege aus Sachsen, der in Dresden sitzt, am Ende zugeben muss, dass er die Gefahr von Kohlhaas unterschätzt hat. Einer von dessen Beratern ist der relativ nette Prinz Christian von Meißen. Dann erwähnen wir noch den lutherischen Pfarrer Martin Luther, der nach dem amerikanischen Bürgerrechtler Martin Luther King benannt ist. Und es gibt natürlich noch eine Menge anderer Menschen und Adlige. Und los geht's. Kohlhaas ist mit ein paar Pferden auf dem Weg ins Ausland, nämlich nach Sachsen. Das ist damals kein Witz, sondern tatsächlich der Fall, als er zu einem Schlagbaum kommt und sagt, hä, was macht denn der Schlagbaum hier? War doch sonst kein Schlagbaum. Passkontrolle. Was? Und was mit Schengen? Pass oder Geld? Ich will sofort den Junker hier sprechen. Der Junker sitzt mit seinen Kumpels beim Kartenspielen und weil es damals noch keine Autos gibt, freuen sie sich natürlich und sagen, Pferde, wir gucken Pferde. Und sie gucken, kaufen aber nichts und der Kohlhaas so, kann ich denn jetzt weiter? Und der Tronka, ja, aber zwei Rappen bleiben als Pfand hier. Und er so, grrr, Herse, du bleibst hier und passt auf. Und er reitet nach Dresden, erfährt, dass der Tronka ihn verarscht hat, verkauft die anderen Pferde und kommt nach ein paar Wochen zurück. Wo ist mein Knecht? Ja, den mussten wir leider rausschmeißen, er hat sich daneben benommen. Diese halbtoten Viecher hier, die sehen wirklich schlecht aus, die Pferde, das sind übrigens Rappen, ja, die sind auch so mitgenommen, dass sie schon gar nicht mehr schwarz sind. Diese halbtoten Viecher sind nicht meine Pferde und das mit dem Pass war eine Lüge. Da kommt der Tronka dazu und sagt, was ist hier los? Der macht einen Aufriss wegen seiner Pferde. Wenn der Hurenarsch die Pferde nicht will, soll er sie da lassen. Das kürzt der Kleist zwar ab, aber genau das meint er. Kohlhaas reitet mit rasendem Herzen nach Hause, lässt diese Klepper zurück. Zu Hause empfängt ihn seine Frau. Hallo Schatz, wo ist der Herse? Herse wankt schwer verletzt zu ihm und er so, was ist auf der Tronkenburg passiert? Tja, erst sollte ich mit den Rappen arbeiten, wollte ich zwar nicht, aber gut, habe ich gemacht. Dann sollte ich sie im Schweinestall unterbringen, wollte ich zwar nicht, aber habe ich gemacht. Dann wollte ich sie im Fluss waschen, weil sie vom Schweinestall so dreckig waren. Und die sagen, abhauen, hä? Und schlagen mich halbtot. Und er so, aha, ich habe genug gehört. Und er reitet wieder nach Dresden, um gegen den Tronka zu klagen. Und alle dort sagen, das ist so krass ungerecht, du bekommst gewiss Recht und Schadenersatz. Und dann kommt er wieder heim. Monate später ist er bei einem Kumpel, einem Stadthauptmann, und sagt, oh, ein Brief, was, meine Klage ist abgewiesen worden, und zwar, weil zwei Verwandte von dem Tronka Berater vom Kurfürsten sind. Und der Kumpel so, Schweinerei, wir machen eine Eingabe an unseren Kurfürsten, ich kenne den, das klappt bestimmt. Aber der zuständige Kanzler beim brandenburgischen Kurfürsten heißt Graf Karlheim. Moment mal, das ist doch ein Schwager von dem Tronka, sitzt denn die Meschpoke überall? Und er erhält den Bescheid, er soll die Klappe halten und keinen Aufriss machen und rumstänkern. Da sitzt wenig später ein Nachbar bei ihm. Und der Kohlhaas ist wirklich jetzt mitgenommen und depressiv wegen dieser Sache und sagt, willst du meinen kompletten Besitz kaufen? Wie bitte? Zum halben Preis? Deal. Und seine Frau so, spinnst du? Willst du jetzt alles aufgeben und Lynchjustiz machen oder was? Nee, ich will zum brandenburgischen Kurfürsten, der muss uns helfen. Ja, dann lass mich die Bittschrift überbringen. Ich habe da einen ehemaligen Lover in dem Schloss und überhaupt als Frau und hin und her. Und er so, okay, dann geht sie. Nach einigen Tagen wird sie schwer verletzt zurückgebracht. Und ist, was ist passiert? Ja, die wurde aus Versehen bei einem Gedränge um den Kurfürsten mit dem Lanzenschaft erwischt. Und sie stirbt an inneren Verletzungen. Kohlhaas lässt sie fürstlich begraben. Er schickt seine Kinder ins Ausland und übernimmt das Geschäft der Rache, wie Kleist schreibt, indem er Tronka einen Fehdebrief mit einem Ultimatum von 3 Tagen stellt, um die Pferde zu bringen und Schadenersatz zu leisten. Als das ergebnislos verstrichen ist, reiten sie in die Tronkenburg, er und ein paar Leute, lynchen dort den fiesen Schlossvogt, erwischen aber den Junker nicht. Scheiße, der ist bestimmt bei seiner Tante in diesem Kloster. Okay, ich schreibe ein kohlhaasisches Mandat. Wer den Tronka versteckt, dem fackel ich die Bude ab. Aber damals gab es offensichtlich noch so viele Analphabeten, dass er Wittenberg, wo sich Tronka jetzt versteckt, 3-mal anzünden muss, bevor die so, liefer den aus, liefer den aus. Aber der Stadthauptmann von Wittenberg so, nee, das mache ich nicht. Super, die in Dresden wollen, dass er hier bleibt. Ich habe so ein Problem. Und weil der Kohlhaas seine Landsknechte immer schlägt, tut der Stadthauptmann so, als ob er den Junker Richtung Leipzig auf die Pleißenburg schickt.
Kohlhaas besiegt ein fürstliches Heer, wobei leider der Herr sich drauf geht, kommt dann nach Leipzig und zündet das an, sagt, ausliefern, und die so, der ist gar nicht hier. Wo sie recht haben. Da schaltet sich Luther ein und schreibt ein Plakat, auf dem steht, Kohlhaas, du hast Unrecht, dein Aufstand ist gottlos. Das trifft den Kohlhaas. Und er macht sich heimlich auf dem Weg zu dem Reformator. Und der sieht ihn und sagt, raus hier, du Terrorist, du hattest kein Recht, den Tronka zu überfallen. Entschuldigung, doch, ich hatte Naturrecht, weil die Gesellschaft mich zuerst entrechtet hat, also aus dem Gesellschaftsvertrag nach Thomas Hobbes rausgekickt. Was? Der Kurfürst weiß nichts davon, dem tust du Unrecht. Das ist gottlos, falsche Ratgeber sind schuld. Ja gut, also wenn ich freies Geleit kriege, dann stelle ich mich. Und der Luther will das arrangieren und dann hätte ich gerne noch Beichte und Abendmahl, aber nur, wenn du deine Feinde liebst. Nö. Und der Kurfürst überlegt, die Tronkas so, die um ihn herum sitzen, Terrorist, Präzedenzfall, aber unter anderem der Prinz von Meißen raten dazu, den Vorschlag anzunehmen. Deswegen machen sie es. Der Kohlhaas entlässt tatsächlich seine Leute und kommt nach Dresden. Das ist Dresden ein paar Jahrhunderte später. Und so, okay, hier, ich stelle mich, machen wir einen Prozess. Und der Prinz von Meißen so, okay, du kriegst eine Wache, aber keine Bank, die ist nur zu deinem persönlichen Schutz. Die kannst du jederzeit abbestellen. Das gefällt ihm zwar nicht, er sagt, okay. Die Tronkas bereiten sich schon darauf vor, Schadenersatz zu leisten und recherchieren, wo die Biester abgeblieben sind. Da taucht eines Tages ein Abdecker in Dresden auf und der Kämmerer Tronka, der Cousin von dem Wenzel von Tronka, sagt, sind das die Pferde von dem Kohlhaas? Und er so, ist mir egal. Zufällig kommt der Kohlhaas vorbei und sagt, ja, sind meine Pferde. Und er so, okay, dann grrr, hier, hast du Geld, ich nehme die jetzt mit. Und dann gibt es fast einen Aufstand, weil die Pferde unehrlich sind. Der Abdecker, der Tierverwerter, ist sowas wie der Unberührbare in Indien und die ehrlichen Bürger so Finger weg. Und der Kämmerer von Tronka wird bei einer Handgreiflichkeit schwer verletzt und daraufhin verstehen die Tronkas überhaupt keinen Spaß mehr, wenn es um Kohlhaas geht. Der hat das Gefühl, dass seine Sache gar nicht gut geht, zumal ein ehemaliger von seinen Leuten jetzt in seinem Namen eine Räuberbande betreibt. Und so, ich distanziere mich von dem Nagelschmidt, ich kann auch beweisen, dass ich nichts mit ihm zu tun habe. Und jetzt will ich heim, das dauert ja Monate hier. Und weil der Prinz von Meißen mal gerade nicht da ist, sagt man ihm, er muss auf den Pass warten. Und er hat zunehmend das Gefühl, er wird verarscht. Und sagt so zu der Wache, so, ich besuche jetzt meinen Kumpel auf dem Land. Ja, da kommen wir mit. Nee, danke. Ich bin ja kein Gefangener, oder? Und irgendwann sagt einer mal, ja. Das ist für Kohlhaas der Punkt, an dem er Kontakt zu Nagelschmidt sucht. Dabei wird er erwischt und zum Tode verurteilt. Hier könnte die Geschichte jetzt zu Ende sein. Da mischt sich der Kurfürst von Brandenburg nochmal ein und fordert die Auslieferung seines Untertanen. Und weil gerade ein Krieg droht, liefert Sachsen ihn tatsächlich aus. An der Landesgrenze ist zufällig gerade der Kurfürst von Sachsen, der da jagt, hat abends nichts zu tun. Und aufgrund von einer Frau, die das gerne will, besucht er den Kohlhaas, um den mal kennenzulernen. Gibt sich aber nicht zu erkennen. Und sagt zu dem, was hast denn du da für ein Medaillon um den Hals? Und der so... Ah, das ist die Prophezeiung von einer Zigeunerin an den Kurfürsten von Sachsen. Ich war zufällig dabei, als sie es schrieb und die drückte mir das in die Hand. Und der denkt so, scheiße, stimmt ja, ich war mit dem Kollegen von Brandenburg bei dieser Zigeunerin und die schreibt auf einen Zettel, wann meine Linie endet und wollte mir den Zettel nicht geben. Ich will unbedingt diese Prophezeiung. Durch einen Mittelsmann lässt er Kohlhaas die Freiheit anbieten, wenn er ihm den Zettel gibt und er so, über meine Leiche. In Berlin wird dann nochmal ein Prozess begonnen, und zwar wegen Landfriedensbruch und Volksverhetzung und so weiter. Und er so, aber ich hatte doch eine Amnestie. Und er sagt, ja, aber das hier ist ein kaiserliches Gericht. Das hat der Kurfürst von Sachsen nämlich angestrengt. Und bang, wird er zum Tode verurteilt. Übrigens nicht wegen der Pferde, da kriegt er recht. Der sächsische Kurfürst versucht weiterhin, diese Prophezeiung an sich zu bekommen, indem er einen Agenten engagiert, der eine alte Frau auf der Straße anspricht und sagt, hier, alte Frau, geben Sie sich doch mal gegen hohe Bezahlung als die Zigeunerin aus, die die Prophezeiung gemacht hat, und fordern Sie sie zurück. Und in der Tat geht die zu Kohlhaas und sagt, der Sachsen will mich dafür bezahlen, dass ich die Prophezeiung von dir zurückfordere, aber der kann mich mal, denn ich bin wirklich die Zigeunerin von damals, die die Prophezeiung gemacht hat. Behalt sie. Und er so, haha, danke. Und übrigens kommt der Kurfürst von Sachsen zu deiner Hinrichtung und will sie dann sich schnappen, die Prophezeiung. Und der bedankt sich und sie geht. Und obwohl der brandenburgische Kurfürst echt nett war und sich für ihn eingesetzt hat, kann er nicht verhindern, dass der Kohlhaas hingerichtet wird. Der Kurfürst von Sachsen taucht tatsächlich inkognito auf und steht da in der Menschenmenge. Kohlhaas dreht sich zu ihm um, liest die Prophezeiung, was er bis jetzt nicht getan hatte, isst danach den Zettel auf und lässt sich den Kopf abschlagen, damit nur der böse Kurfürst von Sachsen nicht an diesen Zettel kommt. Und dem geht es danach nie wieder richtig gut. Und das, liebe Gemeinde, war Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist. Vielen Dank.